Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Da sind wir wieder. Aus irgendeinem unbekannten Grund ist mir das Spiel letzte Folge abgestürzt. Ich dachte, das hat vielleicht was zu tun mit dem Telefonat, das ich mit Shuri führen wollte und gleichzeitig ein Auto ordern. Aber ich habe das irgendwie nochmal ausprobiert. Und komischerweise ging das dann. Aber gut. Ich würde jetzt einfach nochmal Shuri anrufen und schauen, was sie zu sagen hat. What's new? Heard there was some trouble in Japantown at the parade. What'd you hear? Corpos opened fire. Civilians were killed. Yeah, that was kind of my fault. Don't ask me how, but the second I heard, I knew you were involved. Just wanted to talk to Hanako. Things went a little sideways from there. Dealing with corpse? What did you expect? What else is going on besides that? You know, same old. Rather hear what you've been up to. What's new with the mugs? Susie isn't giving me the time of day, as usual. Got another question on my mind. Shoot. It was nice catching up. I'm right here, V. Call me anytime. Na gut, viel mehr zu sagen hat jetzt Julia auch nicht. Wenn ich zwar richtig bin, kann man hier, glaube ich, gar nichts machen. Das ist bloß... schauen, wo die Aufträge sind. Ja. Ja. Uns bloß gesagt, wo die Aufträge für sie sind. Daher können wir hier gleich wieder raus. Schön, dass ich durch die Hintertür ging. Als vorne raus. Dann... Cyberpsycho-Attacke. Rettet die Person. Ich würde zuerst das machen, dann hier den Punkt. Und dann gehen wir wahrscheinlich hier hin. Vom Weg dahin kann ich eigentlich noch schauen, ob wir hier irgendwie was Verstecktes haben wieder. Wenn sich denn die App öffnen möchte. Gut, da gibt es schon noch ein paar Dinge. Einmal ungefähr genau hier. Und dann noch hier irgendwas. Ja, mal schauen. Wieso das Spiel immer so überbelichtet, wenn man hier aus dem Menü kommt, habe ich keine Ahnung. Das ist ziemlich weird. Hat wahrscheinlich auch irgendwie was mit dem HDR zu tun. Irgendwo hier gibt es jetzt ein Auto. Theoretisch. Oder auch ein Camp. Wait.
Sehr interessant, aber hier gibt's gar nichts. Da ist noch eine Hütte. Mies. Mit Schaufensterpuppen. Okay, ziemlich weirdes. Weirder Gegend hier. Talking about revolution. Na gut, ich glaube, ich bin da ein bisschen zu weit drin. Müsste irgendwo hier links sein. Da vorne fliegt auch eine Drohne rum. Ich glaube, hier sind wir richtig. Weil ich flog irgendwas. Fluginfo IA-139ABI. Audiovisuelle Sensoren. Schüsse einer großkalibrigen Waffe festgestellt. Entfernung 1,12 Kilometer. Beschluss. Zum Ursprung der mutmaßlichen Bedrohung fliegen audiovisuelle Sensoren beschädigt. Beschädigtes Auto entdeckt. Menschliche Leiche entdeckt. Keine Lebenszeichen. Darius Love. Alter 31, Beruf Reporter für World News Service. Wohnhaft Night City, Little China, Ferrier Street. Es wird dann wohl hier der Mr. Luft sein, aber wir können ihn nicht scannen, was komisch ist. Vorteilsplitter, ein bisschen Money und ein Gespräch. Scheiße, ich wusste... Wurde getroffen. Scheiß Fargem. Warum? Die haben scheiß Kanonen, verstanden? Wo bist du? Ich hab doch gesagt, du sollst bleiben, wo du bist. Und die Füße stillhalten. Aber nein, du musst ja deine dämliche Story landen. Ich hab dir doch gesagt, wo du... Ich hab's dir doch gesagt. Wo bist du? Sag's mir, sonst fliegst du bei VNS raus. Unterwegs. Aber wo? Muss mich auf die Straße konzentrieren. Schick mir endlich deine Koordinaten, du Idiot. Ich komm dich holen. Mir geht's gut. Nur ein Streifschuss. Alter, du Vollidiot. Okay, irgendeine Farm. Vielleicht da drüben. Vielleicht fahren wir ja da sogar gerade hin. Könnte ja auch möglich sein. Sieht mir ein bisschen so aus, als ob es diese Farm hier wäre. Allerdings haben wir jetzt gleich hier nochmal... Ups, sorry, was? Ich hab da woanders hingeschaut. Da in dieser Hütte. Ich weiß, vielleicht finden es manche nicht so cool, dass ich das mache mit dieser Map. Aber ich würde diese Sachen nie finden. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Oh fuck. Sind da auch Minen? Von Max Jones geplant für den Tag des Anschlags.
Vielen Dank für Ihre Berichterstattung und das Interesse, das Sie an den Problemen von Veteranen zeigen. Ich bin einer von Ihnen und was die Konzerne uns angetan haben, ist ziemlich perverse Scheiße. Egal für wen man gekämpft hat. Arasaka, Militech oder einen anderen Horrorladen. Am Ende ist man kaputt. Und allein. Sie haben keine Ahnung, wie viel mir das bedeutet hat, von anderen in meiner Situation zu hören, die Typen in ihrer Sendung. Sie leisten gute Arbeit. Und wissen Sie, was ich denke? Es ist höchste Zeit, dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich muss immer daran denken, was Sie gesagt haben. Die Konzerne haben uns wie Müll entsorgt, nachdem sie uns ausgenutzt und uns die besten Jahre unseres Lebens gestohlen haben. Und wofür? Scheiße. Wenn ich das nur wüsste. Aber eins weiß ich ganz genau. Wir müssen etwas unternehmen. Und wenn ich eins bei den Schweinen gelernt habe, dann wie man Chaos verbreitet, Sachen in die Luft springt. Ich werde den Dreckskerlen zeigen, dass ich nicht alles vergessen habe. Sie sollen was von dem Schmerz abbekommen, den sie angerichtet haben. Den pflanze ich was direkt unter den Arsch und dann boom. Danke für alles. Sie sind eine echte Inspiration. Okay. Interesting. Danger explosive hazard. What the fuck? Ist der Kamin aus dem Nix? Wer weiß, was hier auf uns wartet. Ich will mal kurz den Radio etwas leiser machen. So, da bin ich wieder. Sorry. Dafür musste ich kurz. You can lead a horse to water, but you can't make her drink. Now I've been trying to work with Iris Tanner for years. But the stubborn mare always brushes me off. Kind requests, the promise of good pay, none of it helped. Always the same response. I don't do biz with fixers. But today she has changed her tune. And why? She's been kidnapped by wraiths. Pettiness aside, if you help her, I bet she will finally toss me a bone. The gig details are attached. Go fetch V. Sorry, so, wie gesagt, da muss ich kurz eine Pause machen. Söldner gesucht. Ziel Iris Tanner retten. Edgewood Lane. Iris Tanner ist die beste Tech-Expertin, die ich in all meinen Jahrzehnten außerhalb der Stadt getroffen habe. Auto hat den Geist aufgegeben. Wasserfilter funktionieren nicht richtig. Generator will nicht mehr. Ruf Iris an. Gib ihr 5 Minuten und sie kümmert sich drum. Aber es gibt eine Sache, mit der sie sich überhaupt nicht auskennt. Menschen. Zumindest ist ihre Menschenkenntnis miserabel. Sie war dumm genug, sich auf Geschäfte mit den Wraith einzulassen. Es ist extrem gefährlich, wenn man die sauer macht. Aber es ist fast noch schlimmer, wenn sie mit einem zufrieden sind. Anstatt Iris für ihre gute Arbeit zu bezahlen, haben sie sie entführt. Du fragst dich, warum die Wraith eine Frau entführen, die nichts weiter braucht als ein uraltes Radio, um einen Notruf abzusenden? Dazu werde ich Dakota Mad Coyote Smith, älteste Tochter des Pomos-Stamms, ältester Fixer in den Badlands, dir meine Expertenmeinung geben. Die sind strunzdumm. Okay. Und ich habe schon gesehen, da sind ein paar Minen. Und Leute.
und Geschütze. Nicht ganz kurz, das Scharfschützengewehr in die Hand nehmen. Hä? Lebt der Typ noch? Jetzt nicht mehr. Sonst noch jemand? Ich glaube, das war's erstmal. Oder jetzt? Können die jetzt da reingehen? Und die Minen entschärfen gibt schön XP. Und sonst laufe ich bestimmt irgendwann in eine rein. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Gibt noch was zum Verbinden? Darf ich nicht vergessen? Shit. Schade. Dass man sich an diese Stapel verbinden kann, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Aber gut, da sage ich nicht nein. Wo habe ich mich gerade erschrocken? So, geht's auch. Das war's, glaube ich. Okay, da habe ich ein bisschen zu viel mit dem Voll gespielt, würde ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Auch wenn es ein bisschen in die falsche Richtung ging. Und eigentlich gar nicht so, wie ich das wollte.
hätte es nämlich anders geplant gehabt. Aber gut. Es hat ja schlussendlich geklappt. Na rein. Nee, 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 nee. Okay, rein geht's nicht. Bevor wir da reingehen und sie befreien, möchte ich ganz kurz mich hier nochmal umschauen. Vielleicht gibt es da irgendeine geheime Kiste, die man übersehen würde. Sechs und Chrom, kennen wir schon. Nichts im Auto, schade. Ich glaube, in den Autos wird nie was sein. Okay, man hätte auch von hier oben reingehen können und einen Überraschungsangriff starten. Perfekt. Warum sind die Dinge hier immer so einfach? Die haben bloß zwei Buchstaben. Finde ich irgendwie weird. Schätze mal, da oben ist nichts drin. Nee. Autsch. Was passiert denn da drüben, bitte? You long enough. Iris Tanner, supposed to get you out of here. They didn't hurt you. No, we were still in the negotiation phase. They made a pretty solid case, so it was only a matter of time. Push came to shove, I'd rather slave under Raffin than be chopped into little pieces. We best get a move on. I'm not going anywhere without my ride. It's sitting in the garage. That wasn't in the spec. Please tell me it's fast, this ride of yours. No, it wasn't the spec. And no, it's not particularly fast, either. Hey. Machen wir gleich. Nachricht von Kojo an Iris Tanner. Wir brauchen bei uns Reparatur von zwei getunten Galenas. Kollisionsschaden. Was geht mich das an? Habt ihr keine eigene Mechaniker? Unser Mechaniker hat gerade selbst Kollisionsschaden und kann nicht arbeiten. Und du bist am billigsten. Am billigsten? Im Ernst? Mehr habt ihr nicht über mich gehört? Ja, keine Fixergebühr, oder? Du arbeitest allein. Das passt uns. Solange du gut genug bist. Jedenfalls. Ich glaube, sie war gut genug. No, it wasn't the spec. And no, it's not particularly fast either. Let's say it's between you and me, huh? I'll make it worth your while. We'll see how things play out. Kannst schon mal vorgehen, wenn du willst. Iris Notizen. Auftrag 1377. Medici, Batteriendurchsicht. Bezahlt. Auftrag 1477. Chris. Kugellager ersetzen. Justierung bezahlt. Auftrag 1577, Eddie und Jim, Stromkreis, 9 Station der Elektronik, Vorschuss gezahlt, Zahlungsplan ausgearbeitet. Auftrag 1677, Dingo, Basiserneuerungspaket für das Modell Columbus, Preis verhandelbar. Wir gehen... Ne, wollte ich gar nicht. Ich meine, die Waffe kann ich nicht gebrauchen. Wir gehen gleich dahin zum Auto und fahren sie dahin, wo sie hin muss, hin will. So. Nice, Netrunner verbessert. Dateien, Notiz 44.
Also in Glitter ist ein Haufen verschiedenes Zeug drin, unter anderem Katinon. Aber wenn sich niemand mal ranschleicht und beobachtet, wie die Tigers den Kram herstellen, komme ich garantiert nicht auf die Formel. Wir müssen ein Labor finden und dann können wir weitersehen. Sonst werde ich dafür echt Jahre brauchen. Ist aber ein Versuch wert. Der Stoff verkauft sich in Night City schneller als neues Chrom. Wir könnten das am anderen Ende des Kontinents einführen und da verticken. Ich meine, wir haben die Routen doch. Wir müssen sie nur benutzen. Forever Young. Ich habe ein Problem. Coach Joe an Aris Tanner. Ach so. Ja, gut. Alright. Wir können gehen, wenn du willst. Ich glaube, wir haben hier alles. Ah, hier können wir uns auch verlinken. Wait a second. Ich komme gleich. Okay, knapp, aber geschafft. Wait a second, kurz. Kann ich die Motorhaube schließen? Sonst sehe ich ja gar nichts. Eine Tür gibt's nicht, schade, okay. Hol Iris Wagen optional, wieso soll ich den nicht holen? Ist sie drin? Thanks for taking care of my ride. Don't mention it. Why didn't you want to work with Dakota before? I'm not crazy about fixers. Might as well be pimps without the special favors. Right. Prefer lining up my own clients, playing by my own rules. When you're a lone wolf, there's no fixers waiting to steal a cut of your hard-earned cash. So I take it this is an exception? And the last, hopefully. Okay. Ein cooles Auto eigentlich. Aber fährt sich wie Mist. Wie man rechts sieht, habe ich einen Mod installiert. Da kann man ziemlich viel von den Fahrzeugen steuern. Muss ich mal noch ein bisschen mehr ausprobieren. Zum Beispiel die Lichter durchschalten, Spoiler ausfahren und so weiter und so fort. Ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich cool. Aber bei dem Auto hier gibt es wahrscheinlich gar nichts zu tun. Und zu machen, besser gesagt. Okay, wir müssen selbst zu Dakota Smith fahren. So steht der andere Typ da auf dem Ding drauf. Alles gut? Alles gut. Shamai, Sister. Dakota. Iris Tanner, as per your request. Sister. Cut the bullshit, all right? I'm no one's sister. Just tell me what I have to do. After that, we're even. Well, don't you two just get along perfectly? Thanks for everything, B. Happy to return the favor sometime. Just make sure you get what she owes you. V has nothing to worry about. Thanks. Nice doing biz with you. Yes? Talk to me. Nee, alles gut. Gib nix. Oh, 13.500. Holy shit. Danke dafür, würde ich mal sagen. Hol dir deinen Bonus vom Übergabeort ab.
Ja gut, das können wir noch kurz machen. Iris Tanner hinzugefügt. Mal kurz noch hier schauen. Judy, ich glaube, das habe ich ja letztes Mal vorgelesen, bevor das Spiel gecrashed ist. Genau, da habe ich sie ja nachher angerufen. Unbekannte Nummer treffen. Iris Tanner. Wie? Tanner hier. Danke, dass du dich um meinen Vater gekümmert hast. Weiß ich zu schätzen. Deshalb habe ich eine Kleinigkeit für dich am Übergabeort beim Sunset Motel hinterlegt. Damit sind wir quitt, würde ich sagen. Na dann, mach's gut. Das andere lasse ich mal jetzt noch offen, da ich nicht weiß, wer das ist. Und wir das dann in der nächsten Folge oder so mal anschauen können. Fahr jetzt kurz mal zum Motel zurück, dann machen wir da eine Pause. Und dann gehen wir in der nächsten Folge weiter zu den anderen Aufträgen. Noch hier in Umkreis sind. Ich möchte das hier eigentlich bloß einfach abschließen, so gut es geht. Daher ganz kurz hier hinfahren. Mission abgeschlossen, keine Fixer. Dann glaube ich einfach ein paar Alter, 356.000. Einfach ein paar Komponente, wollte ich sagen. Gut, und somit würde ich sagen, war es das wieder hier für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.